Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Saturn.de und zwar mit dem Kraft-PC Intel Core i9 bla 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 bla. Da sind nur die technischen Specs für 1079 Euro runtergesetzt von 1589 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von der Gru in unserem Videovorschlägekanal und da schauen wir uns jetzt mal an. Bevor wir zu dem Bild kommen, ein kleiner Hinweis, hier unten steht im Text, Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte beachten Sie die Ausstattungsdetails. Das ist schon mal gut, dass es da drin steht. Macht auch nicht jeder. Allerdings stimmt das Gehäuse auch einfach nicht. Hier soll ein Silence Breeze blablabla drin sein und das ist irgend so ein OEM-Teil. Auch hier natürlich das Kabel, glaube ich nicht, dass das blau ist. Die Grafikkarte wird auch anders aussehen bei dem Mainboard. Gut, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Und ich habe jetzt echt keine Skills in Photoshop oder so, aber ich glaube, so wie die das gemacht haben, das bekommt man besser hin. Ich meine, man sieht ganz klar, dass dieser PC da gar nicht hingehört. Der steht hier irgendwie so halb in der Luft und ja, ist ganz, ganz schlecht reingefotoshoppt. Immerhin stimmen hier die Anschlussarten. Die werden jetzt so angegeben mit so einem Bild. Ich habe gerade bei der Herstellerwebsite auch geguckt. Das ist ja dieses Silence Breeze Mesh Magic, heißt es nicht. Es heißt einfach nur Breeze. Und da sieht man hier halt auch auf den Bildern, dass genau diese Anschlüsse auch verbaut sind. Also geht bitte nicht allzu viel auf dieses Bild. Sehr wahrscheinlich wird das Gehäuse sowieso anders aussehen. Wir haben ja auch schon wieder eine super Produktbeschreibung und ja, ich werde sie euch jetzt wieder vorlesen. Dieses Gaming-System ist bei unseren Kunden besonders beliebt und seit mehreren Monaten sehr begehrt, nicht ohne Grund. Die Zusammenstellung basiert auf einem Spitzenprozessor für Gaming, dem Intel Core i9-11900KF mit 8x blablabla TurboTakt in Kombination mit einem Gigabyte H510M-HV2 DDR4 Mainboard. Ihr wisst, was euch erwartet. Sowie der Gaming-Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB. Auch die restliche Ausstattung ist hochwertig sowie passend dimensioniert. 32 GB DDR4 3200 RAM bietet genug Reserven selbst für aufwendiges Multitasking. Ja, das ist okay. In dem Preisbereich ist das wirklich in Ordnung. Das verbaute 1000 GB M.2 NVMe SSD-Festplatte, keine Ahnung, wer das geschrieben hat, sorgt für blitzschnelle Lade- und Reaktionszeiten von Betriebssystemen, Spielen und Anwendungen. Ja, kann man auch noch irgendwo als okay bewerten. Verbaut wird das Ganze in einem Silence Breeze Mesh Magic ARGB Gehäuse. Ich habe das so nicht gefunden. Die haben nur einen Breeze. Wenn ich da irgendwie falsch lege, bitte weist mich darauf hin in den Kommentaren, aber ich habe halt kein anderes gesehen. Mit einem Seitenfenster aus Glas, was einen Einblick auf die verbaute Hardware ermöglicht. Ob man das Mainboard jetzt unbedingt sehen möchte, weiß ich auch nicht. Das Cooler Master 600 Watt 80 Plus Power Netzteil versorgt das System mit genügend Leistung, arbeitet dabei sehr effizient und bietet genügend Ressourcen für spätere Aufrüstung. Würde ich nicht machen mit diesem Netzteil. Nehme ich schon mal jetzt vorweg. Mit diesem Gaming-System sind sie für kommende Spiele der nächsten Jahre bestens gerüstet. Nein, also Full HD vielleicht, aber alles darüber, nein. Wir gucken uns mal die technischen Daten an. Wir haben ja einen Intel Core i9-11900KF. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP bzw. 95 Watt, je nachdem wie er ausgelastet wird und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Das war mal und ist auch immer noch ein guter Prozessor. Wenn ihr so einen habt, könnt ihr damit streamen, ihr könnt damit spielen, überhaupt kein Thema. Nur es gibt halt schon bessere, neuere Prozessoren. Dieser Prozessor wurde vor 3 Jahren das erste Mal gelistet. Da wisst ihr ungefähr, wo ihr euch so bewegt. Also ein aktuelles System ist das nicht. Aber gut, in dem Preisbereich irgendwo noch Resteverwertung zu betreiben, warum nicht? Er ist ja nicht schlecht. Und der kostet 252,95 Euro bei eBay über Teileplanet. Prozessorkühler, Luftkühlung mit 120 mm LED-Lüfter, also nichts Besonderes. Ich habe jetzt einfach mal diesen Kühler genommen. Kommt preislich sehr wahrscheinlich an das dran, was da auch verbaut ist. Hat 120 mm, kann 160 Watt TDP abführen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, naja gut, bei 125 Watt reicht das ja. Das Problem ist einfach, wenn man diesen Prozessor nicht bändigt, also nicht einstellt im BIOS, dass er wirklich diese Grenzen einhält, kann der sich hier teilweise bis an die 300 Watt reinpfeifen. Diesen Artikel werde ich euch natürlich auch verlinken in der Videobeschreibung. Und da zweifle ich dann auch an, falls er sich das wirklich reinpfeifen darf, dass dieser Kühler dann ausreicht. Also ich hätte definitiv eine Wasserkühlung genommen, aber gut, kann natürlich auch sein, dass sie ihn dann limitieren.
und der kostet 19,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 MTS Dual Channel. Dann nehmen wir wie immer den Aegis. Sie halten sich von der Taktrate natürlich auch irgendwo an die Spezifikation von dem Prozessor, aber 3600er wäre halt auch nice gewesen. Und der kostet 66,89 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist ein 1000 GB M.2 NVMe SSD. Da die Kingston NV2 sehr, sehr häufig genommen wird von Systemintegratoren, nehmen wir die jetzt auch einfach mal. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB, wo ich mich jetzt leider nicht drauf festlegen kann. Kann ja auch sein, dass ihr irgendwie noch eine billigere nehmt. Ob ihr mit einem Terabyte klarkommt, müsst ihr selber entscheiden. In dem Preisbereich ist das völlig in Ordnung. Ich habe auch schon Systeme mit 250 GB und so gesehen. Deswegen finde ich es ganz nett, dass sie halt einen Terabyte nehmen. Und die kostet 60,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Was ich letztes Mal so ein bisschen verpennt hatte, als ich das mal mit Dubaro verglichen hatte. Dubaro hatte auch nur die 8 GB drin, obwohl in einem anderen System eine 16 GB Variante war. Bedeutet für euch, diese Grafikkarte gibt es halt auch als 16 GB Variante. Für Full HD reichen die 8 GB aber erstmal aus. Sobald ihr natürlich irgendwie mit WQHD oder 4K arbeiten wollt in hohen Einstellungen, wird es dann irgendwann schwierig. E-Sports-Titel geht natürlich ganz easy. Ich rede jetzt von AAA-Titeln. Den FPS dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 396,17 € bei Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein Gigabyte H510M-HV2 DDR4. Und das ist jetzt halt auch so ein Ding, dieses Mainboard unterstützt offiziell auch nur 3200er RAM. Das heißt, diese Option mit den 3600 wären gar nicht drin gewesen. Und mal ganz davon ab, wenn ihr einen 11900KF da drauf schnallt und den unlimitiert laufen lässt, fliegen euch die Spannungswandler um die Ohren. Oder das System stürzt halt ab, das könnt ihr euch dann aussuchen. Wir haben hier halt keine gekühlten Spannungswandler, ihr seht es. Wir haben auch nur zwei RAM-Bänke, gut, die meisten werden damit klarkommen. Ich bin sowieso immer dafür, dass man nur zwei RAM-Riegel verbaut. Dann kann hier noch eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch einen Erweiterungsslot, der wahrscheinlich sowieso von dem Kühler der Grafikkarte überdeckt wird. Ansonsten haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI und VGA-Anschluss. Das ist ein Office-Board, das hat in der Gaming-Maschine nichts zu suchen. Dann halt noch den PS2-Anschluss, gut, es gibt auch moderne Boards, die sowas mitbringen, benutzt es einfach nicht. Wie eben schon gesagt, ein reines Office-Board. Der Chipsatz ist auch nichts Besonderes und dann habt ihr noch den 1200er Sockel, da könnt ihr eh nicht mehr großartig aufrüsten. Wir sind ja jetzt aktuell bei Sockel 1700, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie auf die Idee kommt, wollt hinterher einen 12er, 13er oder 14er draufschmeißen, funktioniert das mit diesem Board einfach nicht. Und das kostet 63,89 € bei Mindfactory. Optisches Laufwerk ohne DVD-Brenner, kein Laufwertschacht vorhanden, gut, das ist natürlich dem Gehäuse geschuldet, die meisten Gehäuse haben heutzutage keine Vorrichtung mehr dafür. Die integrierte Soundkarte haben wir uns gerade angeguckt, war auch nichts Besonderes, LAN ist genauso auf dem Mainboard verbaut, WLAN, da werden sie wahrscheinlich irgendeinen USB-Stick dran knallen. Oder so eine kleine Erweiterungskarte, falls dieser eine Schacht da unten nicht noch irgendwie überdeckt wird von der Grafikkarte. Betriebssystem ist Windows 11 Professional 64-Bit. Ist das aktuellste Betriebssystem in der Pro-Variante, ist in Ordnung. Und das kostet 17,36 € bei IT Hardpulse. Das Netzteil ist ein Cooler Master 600 Watt 80 Plus Power. Also ich habe jetzt zwei Netzteile gefunden von Cooler Master mit 600 Watt. Ich nehme jetzt einfach das hier, die tun sich preislich sowieso nicht viel. Das ist das Cooler Master MWE White. Das hat 3 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus, ETA Bronze, laut Cybernetics Zertifikat, also nicht mal irgendwie so richtiger Standard, sondern so ein Mischmasch und festes Kabelmanagement. Ich würde mit diesem Netzteil bei diesem System nicht mehr aufrüsten. Es steht zwar im Text, dass man das hinterher noch machen kann, ich würde es aber partout unterlassen an eurer Stelle. Das bringt auch keinen neuen Stecker für die neuen Grafikkarten oder so mit, von daher, ja, ist wieder so ein China-Böller-Ding. Und das kostet auch stolze 55,90 € bei Alza. Das Gehäuse ist ein Silence Breeze Mesh mit 4 Lüfter. Das Einzige, was ich aus dieser Breeze-Serie, wie ich anfangs schon gesagt habe, gefunden habe, ist halt dieses Breeze Performance A+. Da deckt sich das auch mit den Anschlüssen von dem Gehäuse, was wir eben bei dem Angebot gesehen haben, nur das Bild stimmt halt nicht. In so einem Preisbereich kann man so ein Gehäuse nehmen. Es hat eine Meshfront, es hat Lüfter vorne drin. Ja gut, alles klar, es leuchtet ein bisschen. Ist jetzt halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und das kostet 55,90 € bei reichel.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard. Hier habe ich noch so einen WLAN-Bluetooth-USB-Stick mit reingepackt, den vermuteten CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.002,82 €. Und das System kostet 1.079 €, runtergesetzt von 1.589 €. Der Preispunkt ist hier gar nicht das Thema. Der Preispunkt ist völlig okay, brauche ich überhaupt nicht meckern. Das Problem ist hier hauptsächlich das Mainboard. Ihr könnt diesen 11900KF gar nicht vollständig nutzen in seiner vollen Leistung, weil das mit diesem Mainboard einfach nicht funktioniert, ohne dass es euch abkackt. Wäre hier jetzt ein vernünftiges Full-ATX-Board drin gewesen, das kann ja so ein Einsteiger-Ding sein, aber mit gekühlten Spannungswandlern und so, hätte ich sogar gesagt,
Ach ja, kann man irgendwo noch machen. Hier wird zwar auf ältere Technik gesetzt, klare Sache, aber das funktioniert dann. In Kombination, so wie es jetzt ist, funktioniert es vielleicht irgendwo im Gaming, aber sobald ihr den Prozessor wirklich mal voll nutzen wollt, weil ihr irgendwo ein Video gesehen habt, was man mit dem alles so machen kann, dann steht ihr halt da. Ich zeige euch jetzt auch mal eine Alternative. Die habe ich tatsächlich direkt mal angefragt bei MyPC, die sind ja bei uns auf dem Discord, da könnt ihr auch eure Listen hinschicken, völlig wurscht. Auf jeden Fall ist es so, was könnt ihr für diesen Preispunkt ungefähr zusammenstellen? Die 1079 haben sie jetzt nicht getroffen. Hier bekommt ihr auch eine 4060 Ti 8 GB, aber einen 13400F. Aktueller Sockel, aktuelle Generation. Ja, es gibt die 14. Generation, aber auf dem Sockel könnt ihr auf jeden Fall arbeiten. Wenn wir auf der Vergleichsseite von Hardware Deals mal schauen, dann sieht man, dass der halt ganz knapp an den 11900KF ranreicht. Den könnt ihr, wie gesagt, sowieso nicht voll ausfahren mit diesem Mainboard. Von daher kann man das ungefähr gleichsetzen. Bei dem CPU-Kühler wisst ihr, dass ihr den Spartan 5 Max ARGB bekommt. Hatte ich auch schon im Test, kommt mit diesem Prozessor super klar. Ihr bekommt 32 GB auch, allerdings 3600 MTS, G-Skill RipJaws 5, da wisst ihr auch, was ihr bekommt. Das Mainboard ist ein Full-ATX-Board mit dem aktuellen Sockel, WLAN und Bluetooth, alles schon mit dabei. Bei der SSD, da wissen wir jetzt, was wir bekommen, eine NM620, die ist ungefähr so schnell wie die Kingston, ein Ticken schneller ist es schon, aber ja, sind auch 1 Terabyte. Das Endorfile Ventum 200 ARGB, das stimmt dann, sogar vom Bild her, hat auch eine Meshfront, auch Lüfter mit dabei, auch Beleuchtung. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GC650 Watt 80 plus Gold, hat eine richtige Zertifizierung, ist glaube ich sogar ein BT-Netzteil in der PSU-Tierlist, ist so ein Einsteiger-Ding von Seasonic, kann man irgendwo machen in dem Preisbereich. Hier steht es auch nochmal mit den Gehäuselüftern, 4x 120mm Endorfile ARGB. Das Windows 11 Pro, was hier vorinstalliert ist, ist eine Testversion, deswegen ist das jetzt auch nicht in der Geizhals-Liste. Kauft euch einfach einen Key, aktiviert das. Ihr habt auf jeden Fall ein vorinstalliertes Windows mit allen Treibern. Dann habt ihr halt hier noch die 2 Jahre MyPC-Garantie und diese geschätzten FPS Werte, gebt da bitte nichts drauf. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das vernünftige Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1013,90 € und das System kostet 1149,99 €. Da seid ihr jetzt bei ca. 135 € Aufpreis. Ja, der Aufpreis ist höher als bei dem anderen System, klare Sache. Ihr seid aber in der aktuellen Mainboard-Generation bzw. Sockel-Generation, dass ihr halt später noch erweitern könnt, was die Prozessoren angeht. Dem Netzteil traue ich auch eher zu, dass es noch eine stärkere Grafikkarte irgendwo verträgt. Dann habt ihr noch etwas schnelleren RAM, eine etwas schnellere SSD, ja, das ist alles so Kleinscheiß, aber ich würde tatsächlich, auch wenn der Aufpreis gegenüber Geizhals höher ist, eher das System nehmen. Ihr ärgert euch bei diesem System hinterher nur. Es ist halt einfach so. Dieses Mainboard macht leider alles kaputt. Ansonsten hätte ich wirklich gesagt, ja, kann man irgendwo machen. Aber lasst mir dazu gerne auch mal die Meinung in den Kommentaren da. Zu dem System auch gerne zu dem System von MyPC, überhaupt kein Thema. Ich lese mir sowieso immer alle Kommentare durch, wisst ihr ja. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwelchen Hardware-Sachen oder selber eine Liste haben wollt oder sonst irgendwas, meldet euch bei uns auf dem Discord, der Link ist in der Videobeschreibung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.